Herrschaften, da sind wir wieder zu einer neuen Sportstunde mit mir, Patrick Hoch und Oliver Dütschke. Hi. Genau, hi. Extra alles hier mit Bonawachs ausgerichtet auf meinem Parkettboden sozusagen, damit es riecht wie in der Turnhalle, nicht wahr? Hast du auch deinen Turnbeutel gepackt? Was hast du da drin heute? Ja, ich habe zum Beispiel Matten, Turnmatten dabei, weil die brauchen wir nachher, wenn wir über die Ringer-WM sprechen. Ich habe mal einen Basketballkorb aufgehängt. Ne? Man könnte ja vielleicht Basketball spielen, wäre vielleicht was. Ja. Wieso nicht? Und ein bisschen Eis. Also nicht Vanille oder Erdbeer, sondern hier, Eishockey-mäßig. Ne? Ja, geht wieder los. Genau. Haben coole Interviews dazu. Weltmeister, ehemalige Kapitäne von Mannschaften, ehemalige Bundestrainer, deutsche Meister. Also heute ist voll was los in der Sportstunde. Dann fangen wir doch mal direkt mit Basketball an. Wir sind Weltmeister. Ja, wir sind Basketball, ne? Wir sind Basketball, wir sind Weltmeister. Ey, war das geil. Also Wahnsinn. Es war... Hab mich selten so gefreut. Ja, es war aber genauso wie das Halbfinale so ein Ding. Das könnte jetzt auch vorbei sein. Oh nee, machen wir nochmal weiter. Machen es nochmal spannend und eng und überhaupt. Also es war, die letzten zwei Spiele dieser WM waren schon anstrengend. Ja. Und das anstrengend war, hast du für mich das Bild des Turniers, hast du gesehen bei dem Foto, Bundestrainer Gordon Herbert liegt da sozusagen. Ich habe das gesehen, dachte ich, hey, der Mann, der braucht Hilfe, der ist gerade zusammengesackt, der kann nicht mehr, Herzinfarkt, weiß ich nicht. Und dann eine Minute später rennt er da wieder hin, fröhlich auf die Bühne da. Überragend. Das war tatsächlich also, so dieses, jetzt, alles fällt ab, ich breche mal kurz zusammen und dann bin ich wieder da. Wir reden auch gar nicht viel weiter, weil das ist ja das Thema. Und das Schöne ist, Stichwort Gordon Herbert, Bundestrainer, der hat einen Vorgänger gehabt, Henrik Rödel, der war von September 2017 bis August 2021 Bundestrainer. Und den habe ich mir am Montag gleich geschnappt, einen Tag nach diesem Wahnsinnserfolg. Und mit ihm habe ich einfach mal über diese WM gesprochen. Henrik, ja. Wo hast du denn das Finale geschaut und was hattest du so im Kopf, als das Spiel dann zu Ende war? Ja, also übermäßige Freude für die Jungs, für das, was da stattgefunden ist. Es ist unglaublich ist es, finde ich nicht, aber es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, wo man ja ein bisschen auch einen Teil an der Entstehung hatte und letztendlich sind solche Erfolge ja auch nicht über Nacht zu planen und zu machen. Und das sieht man ja auch jetzt, wenn man diese Starmannschaften Kanada und USA sieht, wenn man das in einem Sommer versucht vorzubereiten, dann ist es einfach durchaus fast unerreichbar, selbst wenn man die besseren Spieler hat vielleicht. Wobei unsere Mannschaft ja nun wirklich auch sehr, sehr gute Spieler hat. Aber sie hat sich geformt jetzt in den letzten Jahren und das kann man wirklich erkennen und es macht unglaublich Spaß, dazu zu gucken. Wenn man das von außen betrachtet, so ganz nüchtern sportlich, ist das eine Sensation? Ist es eine Überraschung oder ist es eigentlich ganz normal? Weil sie ja schon vielleicht auch das beste Team waren. Im Großen und Ganzen ist es von außen betrachtet und auch von innen eine absolute Sensation. Das ist absoluter Wahnsinn, dass Deutschland im Basketball Weltmeister ist. Es kommt noch nicht so richtig rein und auch noch nicht raus aus dem Mund. Das ist Wahnsinn. Eigentlich, also, da muss so vieles richtig laufen und alle müssen gesund sein, fit und toll spielen und das muss alles klappen und da sind ja so viele Sachen, die in der Vorbereitung klappen müssen. Man muss sie erstmal qualifizieren mit den komischen Fieber-Situationen, die wir immer wieder haben, mit den Qualifikationsspielen, die während der Saison sind und dann immer wieder verschiedene Kader. Man muss sie erstmal überhaupt dahin hinbringen. Und dann muss man im Sommer die Leute haben und die müssen alle motiviert sein und auch längere Sommer dabei sein. Das kann nicht einfach, das geht nicht in einem Sommer, sowas zu kreieren. Und dann muss es dann im Turnier auch noch klappen, weil solche Sachen sind immer auch eine Turnierfrage. Da kann man in einem Spiel alles verlieren, in einem Spiel alles gewinnen. Es sind so wenig Spiele und dass alles dann klappt, das ist schon eine Sensation auf jeden Fall. Und wenn man dann 8 Spiele spielt und 8-mal gewinnt, ist man verdient Weltmeister, oder? Auf jeden Fall. Alle Spiele, auch die knappen Dinger, immer gewonnen. Weil wenn es knapp ist, dann sagt man immer, naja, man hätte auch verlieren können. Also ich bin der Meinung, dass auch knappe Spiele sich
entscheiden, wenn man die stärkere Mannschaft hat und den stärkeren Willen und die stärkere Bereitschaft hat. Also wenn man Australien knapp schlägt, dann im wichtigen Spiel Lettland mit 2 und jetzt dann Halbfinale und Finale. Also das ist schon eine ganz großartige Leistung und im Turnierverlauf auch durchaus verdient, auf jeden Fall. Was zeichnet den neuen Weltmeister Deutschland, das ist, fällt einem wirklich schwer, den neuen Weltmeister Deutschland aus? Ja, also da ist, da hat sich eine Mannschaft geformt. Ich glaube, das ist im Vordergrund zu stellen, dass man denen anmerkt, dass die zusammen sind, dass die schwierige Phasen gut überstehen, dass die immer wieder zusammenkommen, dass da eine Kommunikation da ist, dass man sich auch mal in den Haaren liegt, aber auch in einer Art, um das Spiel zu verbessern und sich dann natürlich auch wieder weiter konzentrieren kann. Das sind alles Zeichen für Gewinner oder für ein Gewinnerteam mit der individuellen Qualität von auch herausragenden Spielern. Dennis Schröder ein unglaublich starkes Turnier gespielt und also in allen Bereichen, auch in der Führung der Mannschaft, also wirklich auf einem Niveau. Das ist wunderschön zu sehen, wie er sich da entwickelt hat jetzt über die letzten Jahre. Und dann junge Spieler wie Franz Wagner, die Zukunft sind. Also man hat das Gefühl, diese Mannschaft kann auch noch 3, 4, 5 Jahre zusammenbleiben und auch weiterhin erfolgreich sein. Muss ja nicht jedes Mal Gold sein, aber das ist ja schon irgendwie eine Mannschaft, der man zutraut, dass sie jetzt einfach weiß, wie man gewinnt. Und das ist für die anderen gefährlich. Die Medaille bei der Europameisterschaft, hat man auch gesagt, okay, zu Hause irgendwie auf eine Welle, Überraschung, WM, du sagst auch, eine Sensation. Jetzt steht Olympia vor der Tür und mit den Medaillen gehört man ja auf einmal auch zu den Favoriten. Siehst du das auch so? Ja, zu Recht. Ich denke, die Amerikaner können da noch ein bisschen zulegen. Wir haben ja noch ein paar Leute da in der Hinterhand und wenn die das ein bisschen ernster nehmen, dann kommt ein Steph Curry und ein Durant vielleicht auch wieder dazu oder ein Anthony Edwards. Und also die haben schon ein paar Spieler, die da noch ein bisschen was verändern können, aber alle anderen waren ja mit den Besten da. Und natürlich haben ein paar große Namen gefehlt, wie Antetokounmpo oder Jokic. Was ja Wahnsinn ist, die waren ja gerade im Finale ohne ihn und ohne Micic, also und Marjanovic, also das ist schon der Hammer, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an Svetislav Pesic und das, was seine Mannschaft hier in dem Turnier geleistet hat, das war absolut großer Sport, die Mannschaft hat das verinnerlicht, was ihn immer ausgezeichnet hat, die Mannschaft hat großartig verteidigt und zusammengespielt und mit sehr viel Herz da agiert, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für das, was er erreicht hat, in diesem Turnier, aber das ist so schwer in diesen Turnieren immer oben zu stehen. Unsere Mannschaft hat jetzt aber da in 2 Turnieren hintereinander sehr, sehr gut dagestanden, wissen jetzt, wie das geht. Und wenn man da nächstes Jahr bei Olympia dabei ist und das wieder vor Augen hat, dass hier wieder was geht, dann kann ich auch mit großer Begeisterung sagen, ja, also wir können da schon auch wieder was reißen. Also das ist schon toll. Und vielleicht auch noch für ein paar Jahre drauf. Also wie gesagt, da ist ja keiner wirklich alt. Also das und du hast Leute wie Franz, die ja noch, weiß ich nicht, noch gerade erst anfangen und schon ganz, ganz oben mit dabei spielen. Also das ist schon Wahnsinn. Trotz aller Euphorie, wir wissen das auch, die meisten Fehler werden ja dann gemacht, wenn man Erfolg hat. Wie siehst du das jetzt auch, was den Verband angeht? Wie muss das jetzt mit dem deutschen Basketball auch weitergehen? Nicht nur die Mannschaft, sondern auch allgemein in ganz Deutschland. Ja, also ich glaube, gibt ja nichts, was mehr Aufmerksamkeit macht wie Erfolg. Und ich glaube jetzt, als wir 93 Europameister geworden sind, hat überhaupt keiner irgendwas erwartet. Und da war man, glaube ich, sehr unvorbereitet, dass weiter dran zu arbeiten und das irgendwie auszuarbeiten. Das hat lange gedauert. Dann kam Dirk, dann hat man da wirklich auch eine sehr, sehr gute Phase um ihn herum gehabt, mit Medaillen, mit Olympia. Und dann war wieder ein bisschen lauer und jetzt ist das wieder entstanden und ich glaube, man hat viel aus diesen Situationen lernen können. Die Liga ist wirklich eine von den besten mittlerweile in Europa. Sicherlich sind da vielleicht noch 1, 2 davor, aber also man kann da schon sagen, Top 5 sind wir bestimmt und das sind ja alles Voraussetzungen. Mannschaften, also unsere Spieler spielen jetzt auch in den besten Ligen, in den besten Mannschaften. Da spielen 2 in Mailand, da spielen 5 in oder 6 in der NBA. Das ist
und den anderen. Wir haben zwei Mannschaften in der Euroleague, also mit München und Berlin. Das ist ja deutschlandweit so breit jetzt aufgestellt in und unsere Jugendnationalmannschaften haben diesen Sommer auch gut gespielt. Wir haben eine Medaille bekommen in der U18, U20, U16, wenn ich mich nicht irre, beide Fünfter. Aber zumindest alle eine gute Europameisterschaft gespielt. Da kommt auch was nach. Und jetzt sowas, wenn das dann auch wenn es dann auch in den öffentlichen mal gezeigt wird, das muss man auch mal sagen, dann kommen da einfach auch nochmal ein ganz anderes Publikum dazu. Das bringt einen Boom, das bringt noch mehr Begeisterung für den Sport, da werden mehr Leute in die Halle kommen. Also das ist schon eine Riesensache. Ja, das hat er gut zusammengefasst. Hendrik Rödel, der ehemalige Bundestrainer, hat Bock auf Basketball und er guckt nach vorne und glaubt, das wird auch weiterhin so sein. Ne? Das ist klasse. Ich hoffe, dass viele Kinder jetzt auch Bock haben auf Basketball. Ist ein toller Sport. Ja, das ist richtig, aber es war ja allgemein ein relativ erfolgreiches Wochenende, ne? Es gab Dressur EM. Ja, ging unter irgendwie, ne? Ja. Dass der Rest auch irgendwie was gebacken bekommen hat. Das hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen. Bei der Dressur EM gab es zweimal Einzelgold für Jessica Bredow-Werndl und in Anführungsstrichen nur Silber für die Mannschaft. Genau. Und wir haben ja gesagt, geht alle zum, wie ist der, BC nach Brandenburg. Mhm. Das hat sich gelohnt. Bei der Kanu-Polo-Europameisterschaft haben die Frauen durch ein 3-2 im Finale gegen Spanien Gold geholt. Und auch hier, weil Favoriten auch nur in An- und Abführung, trotzdem super Silber für die Männer. Die haben dann 1-2 gegen Dänemark verloren. Da gibt es noch das berühmte Golden Goal. Knapp war's. Und dann gab es noch den Ironman, aber nicht auf Hawaii, weil da ist im Moment viel unmöglich, sage ich mal. Und deswegen war das in Nizza und da gab es Silber für Patrick Lange und Jan Frodeno hatte seinen letzten Ironman, sage ich mal. Aber es gab noch ein Ding für die Ewigkeit. Oder? Du meinst den Goldmedaillengewinner? Genau, der jüngste Weltmeister der Geschichte mit 24 Jahren aus Frankreich, Sam Lightlow, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weiß es nicht, mit 24 schon, ey. Krass, das ist ein Ding für die Ewigkeit, sag ich mal. Also wenn du noch jünger bist, fängst du schon im Mutterleib an zu laufen, sag ich mal. So schwimmen ist auf jeden Fall, aber mit dem Fahrrad ist schwierig. Soweit ich weiß, wechseln die jetzt, glaube ich, Jahr für Jahr. Einmal die Frauen auf Hawaii, nächstes Jahr die Männer, die wechseln jetzt so. Und dann Nizza ist jetzt sozusagen der zweite Standort. Ne? Das wird dann. Und Rudern, wir gehen Rudern, nicht wir beiden gehen Rudern, wir gehen zur Ruder-WM rückblickend nach Belgrad. Da haben sich immerhin 6 Boote für Olympia qualifiziert. Unter anderem auch der berühmte Deutschland-Achter. Und wenn wir beim Rudern sind, dann sind wir auch bei unserem Sportler der Woche. Wir haben uns entschieden für Oliver Zeitler, denn er hat die einzige Medaille geholt vom deutschen Team bei der Ruder-WM in Belgrad und er ist zum dritten Mal Ruder-Weltmeister geworden. Also auch das alle Ehren wert. Das ist schon beeindruckend, möchte ich mal behaupten. Übrigens, er hat ja mal als Schwimmer angefangen, ne? Wer das noch nicht weiß. Mit 16 war er in seiner Altersklasse deutscher Meister, ich glaube 100 Meter Freistil. Aber Wasser ist Wasser, genau. Warum hat er gedacht, warum nehme ich nicht so ein Boot? Ich muss ja nicht mal alles selber da machen. Das hilft vielleicht. Ist trockener. Ja. Und dann ist trockener. Aber ich bin da dran, dass wir den jungen Mann irgendwann auch mal hier hören. Er hat eine ganz interessante Vita, kommt aus einer Ruderfamilie, hat bestimmt einiges zu erzählen, da freue ich mich drauf. Also unser Sportler der Woche. Oliver Zeitler. Ja, unser Top der Woche, Top sportliche Leistung, Sportler der Woche, die gibt es keine Diskussion, das ist das DBB-Team, die deutsche Basketballnationalmannschaft als Weltmeister in der Form und tatsächlich noch super Interviews danach gegeben. Ich zum Beispiel zitiere nur, wir fahren jetzt gehen jetzt in die Kabine, trinken Apfelsaft, danach fahren wir ins Hotel und dann schieße ich mich aus dem Leben. Das war genau mein Gedankengang, das würde ich auch tun. Wahrscheinlich. Ich hätte vielleicht schon vorher auf Apfelsaft jetzt richtig um die Kabine angefangen, aber
Aber das ist Wahnsinn und bei den Tops kommt man am Team nicht vorbei. Und man muss ihn auch nennen, es ist ein Thema, man muss ihn vielleicht auch nennen. Dennis Schröder hat bewiesen, dass er zu Recht einer der besten Basketballer der Welt ist. Er ist MVP des Turniers geworden, hat eine unfassbare Entwicklung. Da basteln wir auch mal dran. Wir haben hier einen, der macht ja immer unsere Rubrik Sportflash, Markus Höfel. Und der ist ja auch der Manager. Und wir basteln mal dran, ob wir da nicht mal nächste Woche mit Markus Höfel über seinen, sagt man da, Klienten, Dennis Schröder, mal sprechen. Ne? Im Übrigen, auch Henrik Rödel hat was zu Dennis Schröder gesagt und zu dem einen oder anderen Spieler. Das Interview in voller Länge könnt ihr auch hören. Schaut mal in der Beschreibung unseres Podcast. Da gibt's mehr vom ehemaligen Bundestrainer. Aber es gab natürlich auch noch Flops. Und da haben wir eine Menge. Den größten Flop hat Patrick Hoch gemacht. Ja, er kriegt für mich den den Flip-Flop der Woche. Was war los mit Prince Harry bei den Invictus Games? Mann, ja, du hast ihn doch schon in die Augen geguckt. Quasi. Ich war bei den Invictus Games, hatte ihn quasi am Schlawittchen. Und er sagte, ja, gleich, Sekunde. Da hat sich noch irgendjemand zugewandt, mit dem gesprochen. Und dann kam so ein zierlicher kleiner Security-Mann und meinte, not right now, not today, we gotta go. Dann war er weg. Du warst quasi gerade dabei, Luft zu holen, um Prince Harry die erste Frage quasi zu stellen. Quasi. Und dann stand da so ein zierlicher Mensch vor mir und meinte, nee, geht nicht mehr. Ich bin bis raus. Ja. Aber da gab's noch mehr. Patrick Hoch, ja. Simona Halep hat es tatsächlich geschafft, nachträglich wegen Dopings gesperrt zu werden mit 31 Jahren. Die war mal Weltranglisten-Erste, hat Paris und Wimbledon gewonnen und ist dann jetzt mal lebenslänglich wegen Dopings gesperrt worden. Fast 4 Jahre werden wir sie nicht mehr auf dem Tennisplatz sehen. Also zumindest nicht auf den Profi-Turnieren. Das ist möglicherweise das Ende ihrer Karriere. Ja, dann die New York Jets hatten sich mit Aaron Rodgers so viel Erfolg versprochen. Und dann spielen die ein Spiel. Ja, und dann ist die Ära Rodgers erstmal vorbei, denn dann reißt er sich die Achillessehne im ersten Spiel. Trotzdem gewinnen die Jets gegen die Bills das New Yorker Duell 22-16. Das ist natürlich doof, dumm gelaufen, Pech. Jetzt schauen wir mal, wie wir den Quarterback, den wir eh schon hatten, für weniger Geld weiterkommen. Und natürlich der Flop schlechthin. Der DFB in Gänze, sage ich mal. Einmal die deutsche Fußballnationalmannschaft mit, wir spielen mal gegen Japan und kriegen da richtig die Buchse voll. Feuern danach den Trainer, aber nicht ohne zu versuchen, den Basketballer, den Thunder zu stehlen, indem man das mal in die Euphorie der Basketballnationalmannschaft reinpostet, dass man jetzt einen neuen Trainer hat. Wer ist das im Moment? Es gibt nur eins, Rudi Völler. Genau, der ist es im Moment. Also in der Tat, die Außendarstellung nicht unbedingt, ja, wie soll man sagen, professionell. Es war, glaube ich, irgendwie noch 2 Minuten zu spielen in Manila und dann kommt, jeder hatte so Push-Nachrichten, wenn er sich für Sport erinnert. Bing, 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 Hansi Flick ist weg und das war natürlich auch nicht so klasse. Ja, jetzt haben sie mal gegen Frankreich gewonnen. Hurra! Ich weiß nicht, wo unser Flop Hansi Flick Flickflop, klingt übrigens auch schön, dieses Spiel gesehen hat, aber er ist nicht mehr Bundestrainer, Rudi Völler möglicherweise auch nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn man ihn nochmal 5-mal fragt, macht das dann doch, weil er einfach nicht Nein sagen kann. Aber warten wir ab, er ist jetzt wieder seit heute Sportdirektor und sucht seinen Nachfolger. Und da ich sowieso mit Jens Nowotny, da kommen wir später drauf, gesprochen habe, dem ehemaligen Kapitän von Bayer Leverkusen und aktuell auch beim DFB als Co-Trainer der U15 tätig, habe ich ihn mal gefragt, nach seiner Meinung, wer könnte denn eigentlich neuer Bundestrainer werden? Man kann sich dem nicht entziehen, diesen Diskussionen. Man ist auch selbst am Überlegen. Man war ja wie vorhin im Kopf gestoßen, als diese Entscheidung getroffen wurde. Auch da wiederum, es gibt viele Namen, die kursieren. Es gibt viele Ansätze auch, die man dann bringen kann mit verschiedenen Konstellationen in einem Trainerteam, in der Philosophie auch. Ich tue mich da verdammt schwer, weil ich habe im Fußball schon so viel erlebt und letztendlich, man hat es jetzt auch bei der U17 gesehen, die Europameister wurde. Und wenn man sich mit dem Christian unterhält, mit dem Christian Wück, einem Trainer und dem Trainerteam,
Und diesen Weg dahin, wie er den beschreibt, da denkst du dir, boah, da kriegst du Gänsehaut und du bist da voll drin. Aber im Elfmeterschießen, das sagt er selber, wenn Frankreich das Ding reinmacht, dann sind sie raus. Das heißt, dann wäre dieser ganze Plan, dieser tolle Plan auch plötzlich nicht aufgegangen. Und deswegen weiß ich, dass man sich viel vornehmen kann, aber letztendlich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, die Wahrheit, die liegt auf dem Platz. Das ist die Einstellung. Und wenn die Einstellung nicht stimmt, dann kannst du noch so tolle Konzepte haben, dann wird es schwierig. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich habe übrigens den Jens dann gefragt, soll ich mal den DFB-Präsidenten anrufen und sagen, Jens Nowotny soll es machen? Und er hat gesagt, nee, geht nicht, ich habe gar keine Lizenz dafür. Schade. Ja, hier hat auch noch keiner anrufen. Der nicht Bundestrainer. Ja, Jens Nowotny wird leider. Aber da beim DFB ist, vielleicht laufen sie sich mal in der Kantine über den Weg, ne, hätte ja sein können. Zu Jens Nowotny später mehr. Ja, Hansi Flick, was kann er jetzt machen? Eine Menge. Vielleicht kriegt er ein Angebot von Saudi-Arabien. Ne? Man weiß es nicht. Vielleicht werden da ja mal Trainer noch gebraucht, um Ronaldo, Neymar, Benzema und Co. zu trainieren. Da geht ja gefühlt jeder hin im Moment. Da geht ja jeder hin. Dann kann er ein bisschen Taschengeld verdienen. Und da sind wir beim Manager von Dennis Schröder. Unser Faktenguru Markus Höfl hat sich nämlich mal mit der Saudi Pro League in seinem Sportflash beschäftigt. Der heutige Sportsflash zur Saudi Pro League direkt aus Riyadh. 873 Millionen Euro gab die Liga in dieser Transferperiode für Spieler aus und liegt damit nach der Premier League mit 2,8 Milliarden und der Liga mit 898 Millionen weltweit auf Platz 3. Die Clubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad gehören jeweils zu 75% dem saudischen Staatsfonds PIF, der auch Newcastle United übernommen hat und ein geschätztes Vermögen von 650 Milliarden Dollar verwaltet. Die Saudi League landet mit den Top-Transfers von Ronaldo, Neymar und Benzema mit insgesamt mehr als einer Milliarde Spielerreichweiten auf Social Media klar auf Platz 1 vor der Premier League mit etwa 500 Millionen. Die Liga besitzt einen Anteil von 30% Legionären an einem Gesamtmarktwert aller 18 Kader von ca. 1,2 Milliarden Euro, wie etwa der Kaderwert von Manchester City. Amtierender Meister ist Al-Ittihad Rekordmeister Al-Hilal mit 18 Titeln. Für diesmal Servus auf Arabisch, Ma Salawa. Ja, folgt unserem Faktenmann Markus Höfl auf den Social Media Channels. Und ich finde das faszinierend. Er macht immer, ich glaube, der sucht sich ein Thema aus. Letztes Mal war er in New York bei den US Open. Jetzt war er selber in Riyadh. Hoffentlich hat er mal Zeit für uns dann über Dennis Schröder zu reden. Wer weiß, wo er denn sonst in der Welt rumtut. Großartig. Danke, Markus Höfl. Ja, wunderbar. Ja. Aber wir sind beim Fußball. Genau. Wir wollen ja nicht so viel Fußball machen in der Sportstunde, also das wisst ihr ja, aber es gibt da manchmal eben auch Ausnahmen. Es gibt ausnahmsweise mal einen Knaller. Denn, genau, die Fußball-Bundesliga darf dann wieder spielen, nachdem wir diese Länderspielpause hatten, die glorreiche. Und am Freitagabend direkt gibt es den Megaknaller Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Beide haben dreimal gespielt, beide haben dreimal gewonnen. Und man sagt ja auch, dass vielleicht Bayer Leverkusen in diesem Jahr den Bayern da oben Paroli bieten kann und vielleicht auch die Titel holen kann. Wer weiß das schon? Hast du da eine Meinung? Ja, Vizekusen wird Vizekusen bleiben, ist meine Meinung. Das ist deine Meinung? Das glaube ich nicht. Ich habe ja auf einem anderen Portal, Stichwort Mario Basler, Bayer Leverkusen als deutscher Meister getippt im Übrigen, weil ich das einfach unfassbar finde. Ich finde diesen Trainer gut, ich finde diese Verpflichtung gut, aber ich habe mir da eben jemanden geholt, den habe ich eben schon genannt, der kennt sich aus in Leverkusen. Jens Nowotny hat übrigens 20 Mal in seiner Karriere gegen den FC Bayern gespielt, 5-mal gewonnen, 4-mal unentschieden und 11-mal verloren. Das kommt übrigens auch, ist auch Thema im Interview mit dem ehemaligen Kapitän von Bayer Leverkusen, mit Jens Nowotny. Jens Nowotny, wenn du an den Klassiker denkst, Bayern München, Bayern Leverkusen, was fällt dir denn als erstes ein? Leider Gottes in München selten was Gutes. Ich kann mich immer wieder an eine gewisse Situation erinnern. Mit dem Carsten Ramlo war ich ja auch auf dem Zimmer und wir haben alles Mögliche versucht in München. Wir waren überlocker, wir waren hochkonzentriert, wir waren übermotiviert, wir hatten alles probiert und letztendlich hieß es dann danach, ja, 3 Punkte dort gelassen, nach Hause gefahren.
Zu Hause in Leverkusen war es immer was anderes, aber in München war es meistens, dass wir mit leeren Händen nach Hause gefahren sind. Und warum wird es jetzt am Freitag anders? Das könnten wir wahrscheinlich am Samstag klären. Ja, die Voraussetzung, es ist ja jedes Mal dann auch irgendwo eine ähnliche Situation, dass du sagst, ach, die Voraussetzungen sind eigentlich so gut wie nie. Leverkusen hat zumindest vom Papier her eine hervorragende Mannschaft, top verstärkt, also wirklich sehr intelligent verstärkt und hat sehr viele Optionen dann auch, um nachlegen zu können, wenn sie während einem Spiel gewisse Dinge passieren, unvorhergesehene Dinge. Deswegen, ich bin schon guter Dinge, dass es ein hervorragendes Spiel werden wird. Ob es dann letztendlich erfolgreich sein wird, das hängt dann immer von Kleinigkeiten ab und meistens ist es der Kopf, der dann entweder blockiert oder zu Höhenflügen dann auch noch unterstützt. Trainer Alonso, die war bei Klusterk aktiv, die unwahrscheinlich diese Siegergehen hatten, ne? Real Madrid, FC Liverpool, Bayern München. Hilft das vielleicht auch dem Bayer Leverkusen, dass da einer auf einmal da ist, der so viel erlebt hat? Ja, ist ja auch immer eine Sache der Führung, wenn man ständig auch dieses Gehen reinbringen will, in die Mannschaft rein. Man hat jetzt ein halbes Jahr oder knapp ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, unter Xabi Alonso dieses Gedankengut in der letzten Saison schon reinzubringen. Jetzt eine Vorbereitung, jetzt nochmal. Auch das ist ja ein Ausdruck von dieser Mentalität, sich verstärkt, aber wirklich top verstärkt. Und dann kann da schon was wachsen innerhalb der Mannschaft, dass sie dann plötzlich sagt, ey, hier können wir was reißen. Der Verein ist bereit, Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren in neue Spieler, in neue Qualität, in andere Qualität. Und das ist ein Prozess, der ist bestimmt nicht abgeschlossen, aber der lässt sich mal gut an. Vor allen Dingen, weil ja die Saison hervorragend angefangen ist. Wir haben gegen Leipzig und in Gladbach zwei schwere Spiele ja sehr, sehr überzeugt. Drei Spiele, drei Siege. Bayern München auch drei Spiele, drei Siege. Aber nicht so mit dieser Lockerheit. Wie verfolgst du den FC Bayern in dieser Saison? Letztendlich ist es auch da wiederum fast jeden Spieltag das Gleiche, wenn mal Dortmund oder Leipzig straucheln oder vielleicht Leverkusen nicht punktet und dann gewinnt Bayern ein 1-0 mit einem nicht überzeugenden Fußball, aber sie gewinnen. Und das ist ja die größte Kunst, dass du Spiele auf diesem Niveau, egal wie qualitativ das Spiel dann auch ist, dass du da die drei Punkte holst. Und wir hatten ja auch oft genug, als ich noch gespielt habe, Situationen, wo ich sage, boah, das war der geilste Fußball, aber du standest letztendlich mit leeren Händen da. Deshalb bin ich da immer im Zwiespalt. Du musst deine Hausaufgaben selbst gemacht haben. Das heißt nicht, dass du jedes Mal auch gegen Bayern gewinnen musst, sondern einfach gegen die anderen Teams dann auch. Selbst wenn Bayern zweimal gegen dich gewinnt, kann es maximal 6 Punkte sein, die du hinten dran bist. Und das muss der Anspruch von den ganz anderen, von Leverkusen dann auch sein oder von Leipzig oder von Dortmund, dass es dann so nicht funktionieren kann, weil man ja untereinander sich die Punkte auch abluchst, das ist klar. Aber das muss der Anspruch sein. Und dann in diesen Spielen gegen Bayern, wie gesagt, in München, ja, da kannst du auch immer verlieren, aber zu Hause, da kannst du auch gegen Bayern und du musst sogar gegen Bayern gewinnen. Es ist der vierte Spieltag noch sehr früh, aber man stelle sich vor, Leverkusen würde in München gewinnen. Was würde das bedeuten für den Verlauf der Saison? Es kommt dann natürlich darauf an, wie, ne, wenn man jetzt so dominant auftreten kann wie gegen Mönchengladbach oder Leipzig und man hat Bayern München wirklich im Griff, dann kann es tatsächlich in der Fanszene vom Fußball oder auch bei den anderen Mannschaften, dann kann etwas entfacht worden sein, dass dieses Selbstbewusstsein der anderen Vereine dann aufgrund dieses mangelnden Selbstverständnisses dann aus Bayerns Sicht was Positives bewegt, dass direkt nicht irgendwie etwas von vornherein wieder in dem Kopf passiert, dass sagt, oh, und jetzt ist schon wieder weg. Wie ist denn dein Tipp? Also ich wünsche mir, Tipp ist dann immer schwierig, aber ich wünsche mir, dass genau das passiert, dass Leverkusen genauso selbstbewusst wie in den letzten Spielen auftritt, dass sie sich die Chancen erarbeiten und dass sie wirklich
Bayern auch fußballerisch schlagen. Also das würde ich mir wünschen, weil das sind genau diese Dinge, die es braucht, um diesen Funken dann auch in die Bundesliga reinzubringen. Alle Augen Richtung München am Freitag, Knaller in der Fußball-Bundesliga. Ich habe mit Jens Nowotny, der wie gesagt auch beim DFB tätig ist, bei der U15 als Co-Trainer, auch über den Nachwuchs gesprochen. Da gab es ja auch Aki Watzke, der irgendwie so eine Reform kurz mal mit einem Startstreich, hätte ich fast gesagt. Fast schon, ja. Einkassiert hat, das war so ähnlich. Wirkte schon fast so wie so ein Staatsmann. Hört rein. In der Beschreibung findet ihr das gesamte Interview mit Jens Nowotny. So, jetzt sind wir nochmal ganz kurz beim Fußball, dann ist es auch, dann gehen wir auch nochmal zum Ringen und zum Eishockey. Ne? Die Frauenfußball-Bundesliga beginnt. Und alle haben gehofft, ja, WM, und da holen wir auch eine Medaille und dann ist das ein Selbstläufer für die Frauenfußball-Bundesliga. Nein. Was war da noch? Da war ja auch irgendwas war da. Lief nicht so ganz so gut wie bei den Eishockey-Jungs im Mai und Juni bei den Basketballern jetzt. Das war sehr enttäuschend. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja in der ersten Folge von der Sportstunde die sehr nette Kollegin, Expertin, Kommentatorin Christina Rann zu Gast. Da haben wir ja damals über die WM gesprochen. Aber ich hatte ja damals natürlich schon im Vorgriff auf die Frauenfußball-Bundesliga die Christina gefragt. In der Voraussicht, ja, wir sind ja weitsichtig, wir wissen ja, was in der nächsten Woche alles passiert, habe ich die liebe Christina gefragt zur Frauenfußball-Bundesliga. Es hätte nochmal den Turbo eingeschaltet, wenn die Nationalelf da erfolgreich gewesen wäre. Dann würde man natürlich sagen, guck mal, das sind unsere WM-Heldinnen und die seht ihr übrigens auch in der Bundesliga. Das muss man jetzt ein bisschen anders formulieren. Es sind immer noch unsere WM-Spielerinnen und die seht ihr in der Bundesliga. Und das ist toll, da sind trotzdem tolle Spielerinnen dabei und Alex Popp kennt mittlerweile jeder und jede. Und deswegen freuen wir uns da auch in der Liga sehr, sehr stark auf sie. Und deswegen, ich glaube auch, dass einfach das nur noch ein Push gewesen wäre. Aber die Bewegung an sich, die ist für mich überhaupt nicht mehr aufhaltbar. Und das ist auch mehr als ein Trend. Also so ein Trend ist für mich vielleicht in der Begrifflichkeit, was ist wie so ein Modetrend, der ist vielleicht mal 5 Jahre da und dann wieder nicht. Das ist kein Trend. Fußball der Frauen, das hat Beständigkeit. Und ich finde es auch interessant, dass große Marken und Sender jetzt auch einfach die Glaubwürdigkeit so und diese wachsenden Chancen des Frauensports auch für sich erkannt haben und nutzen. Da gehören wir jetzt auch mit dazu. Google Pixel Frauen Bundesliga, klasse Namenssponsor, also keine Werbung an dieser Stelle, aber es ist einfach ein Indiz davon, wie viel Fundament da ist. Und da geht es halt darum, auch das noch weiter zu stärken. Ja, die Strukturen in der Bundesliga sind noch sehr, sehr unterschiedlich, wenn du dir die einzelnen Clubs mal anschaust, die Trainingsbedingungen, wie das Ganze so vonstatten geht. Du hast dann natürlich die Leuchttürme vorneweg, Wolfsburg, Bayern. Das sind klar die beiden Teams, wo es richtig gut läuft. Dann Werder Bremen ab und zu mal auf Platz 11. Ist vielleicht mal nicht bespielbar, dann muss das Flutlicht angeschaltet werden und wir können nach Feierabend trainieren. Das sind noch sehr, sehr starke unterschiedliche Welten. So, da hoffe ich, dass es eine Angleichung gibt, aber eben die Angleichung nach oben. Der Fußball ist glaubwürdig, er ist authentisch, er ist kraftvoll, er ist real und deswegen haben wir mega Bock auf die Bundesliga. Genau, die liebe Christina kommentiert dann immer die Montagsspiele bei Sport1. Am Freitag geht's los, wieder die Bayern. aber auswärts gegen den SC Freiburg. Und neu dabei, wir begrüßen RB Leipzig und den 1. FC Nürnberg. In der Frauenfußball-Bundesliga, das werden wir dann auch in den nächsten Wochen mal natürlich begleiten. So, Schluss mit Fußball. Ja. Wir haben ein Highlight diese Woche, oder beginnt diese Woche. Etwas, wo Deutschland irgendwo immer gut dabei ist, zumindest bei Olympia und so weiter, aber es kriegt irgendwie keiner mit, ne? Ja, schade eigentlich. Ja, und zwar Ringen. Ich kenne noch den, wir alten Säcke, wir kennen noch den Kran von Schifferstadt. Ne? Ja, oder die Brücke. Oder die Gebrüder Passarella. Passarelli. Ne? Claudio und Pasquale. Halt die Brücke, Pasquale. Halt die Brücke. Ja. Ja, aber da habe ich dann mal mit Alexander Leipold gesprochen. Ja, Ringerlegende quasi. Wie ist denn so im Ring aussieht und was denn in Budapest bei der Ringer-WM
so passieren könnte. Hallo, ich sitze hier heute mit Alexander Leipold zusammen und wir wollen über die, ja, über Ringen und die Ringer-WM in Belgrad sprechen. Ah, das hast du bei gerade. Alexander, wer es allen nicht wissen, die es nicht wissen, 21-mal deutscher Meister, 4-mal Europameister, 2-mal Weltmeister, sowas wie die Koryphäe im Ringen, sag ich mal. Jetzt geht's halt los. Ringer-WM in Belgrad am 16.09. bis 24.09. Was steht uns denn da ins Haus? Ja, erstmal hallo an alle, die zuhören. Ihr habt alles richtig gemacht. ja, die Weltmeisterschaft ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Und das wird es nochmal deutlich schwerer machen als die WM letztes Jahr. Und im letzten Jahr war es ja auch so, dass die russischen Athleten nicht starten durften, was nach den Vorgaben der UWW wieder sein wird. Das heißt, die Athleten aus Weißrussland und aus Russland werden unter bestimmten Bedingungen bei der Weltmeisterschaft starten dürfen. Was sind denn das für Bedingungen? Weißt du das? Ja, die dürfen nicht im Militär oder im Polizeisport sein oder ich sag mal nicht im Staatsdienst. Da wurden jetzt über 100 Ringer, glaube ich, untersucht oder bewertet und ich glaube, ein Prozentsatz von, ich schätze jetzt mal 20%, durfte tatsächlich nicht teilnehmen. Ich wollte gerade sagen, gerade in Belarus und Russland wird es schwierig, jemanden zu finden, der nicht für den Staat arbeitet, wenn er ringt. Also wir haben ja auch Athleten im Zoll oder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, aber halt begrenzte Plätze. Deswegen meinst du denn, außer der Tatsache, dass diese Leute mit ringen dürfen, wird denn die Olympia-Qualifikation oder diese WM schwieriger als die letzte? Ja, also generell versucht man ja auch gern mal einen neuen Athleten aus oder sowas. Und zur WM werden halt alle Top-Athleten, die gesund und fit sind, werden starten. Das heißt, ringen auf höchstem Niveau. Und es gibt natürlich so klassische Ringerländer, wie gesagt Russland, Aserbaidschan, USA, Georgien, Kuba unheimlich stark, also Türkei ein klassisches Ringerland. Also es wird unheimlich schwer. Dazu kommt noch, dass in den vergangenen Jahren die beiden fünften Plätze, also die erste und zweite, die Finalisten sozusagen, dann die Halbfinalisten, die dann Dritter gemacht haben und die beiden Fünften, die waren nominiert und qualifiziert für die Olympischen Spiele und jetzt ist es tatsächlich so, dass die zwei Fünften nochmal auskämpfen und das macht es nochmal schwerer, weil man kann ja so mal ein bisschen, ich sage mal, ein gutes Los haben und dann rutscht man auch mal durch, wobei gutes Los jetzt nicht so zu verstehen ist, dass es easy ist, sondern man muss wirklich einen guten Tag haben, eine gute Form haben und mal eine Überraschung machen, um da so weit vorzukommen. Und jetzt musst du nach dem verlorenen Kampf um Platz 3 auch noch mal einen Kampf machen für die Olympia-Quali. Also das wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr anstrengend und das wird sehr, sehr schwierig, da eine Olympia-Quali, egal in welcher Stilart, zu holen. Ja, das ist, ich meine, normalerweise kennt ja jeder oder jeder, der schon mal mindestens einmal Olympische Spiele geguckt hat oder durchgemacht hat, dieses, ja, im Ringen gibt es auf jeden Fall irgendwann ein paar Medaillen, so ungefähr. Gibt's da, das wird ja jetzt so ein bisschen schwieriger dadurch, gibt's da denn welche, auf die wir gucken müssen, dass sie zumindest bei der WM schon mal Medaillen holen und dann vielleicht auch nächstes Jahr in Paris? Ja, also wir haben ja bei den letzten Olympischen Spielen tatsächlich 3 Medaillen geholt. Eine Goldmedaille, unter anderem mit der Aline Roder-Focken. Aber die 3 Athleten haben jetzt aufgehört. Auch die Athleten, die so knapp dahinter waren, die schon WM-Medaillen gemacht haben, wie die Anna Schell zum Beispiel, die haben jetzt auch aufgehört. Das heißt, es macht es natürlich schwieriger, wenn so tolle Athleten vorne wegmarschieren und immer die Medaille holen, die dann weg sind. Das heißt, für alle anderen, die stehen jetzt mitten im Fokus,
Es wird schwer, weil wir da auch einen Generationenwechsel drin haben. Von daher will ich jetzt auch gar keinen Druck auf irgendeinen Sportler oder Sportlerin abladen. Aber natürlich weiß man, jeder, der mal eine EM- oder WM-Medaille gemacht hat in dem Team, auf dem liegt ein besonderer Fokus. Das weiß er selbst. Aber ich will da jetzt keinen Druck machen. Aber wie gesagt, in allen Disziplinen, das heißt, es gibt Freistil-Männer, es gibt Freistil-Frauen und es gibt griechisch-römisch Männer. Das heißt, es gibt 18 olympische Disziplinen. Da wird es in jeder Gewichtsklasse unheimlich schwer. Ja, ich meine, dann liegt ja jetzt quasi der Fokus nicht auf den alten Hasen, sondern auf dem Nachwuchs. Genau. Wie ist es denn überhaupt mit dem Nachwuchs in Deutschland? Weil gefühlt jetzt, ab heute rennt jedes Kind zum Basketball, weil es will jetzt auch Basketball-Weltmeister werden oder irgendwie sowas. Ringen hat ja diesen Run nie wirklich. Wie versucht ihr das denn irgendwie zu kompensieren? Ja, also man muss ja wirklich gestehen, sind eigentlich alle Sportarten, sind Randsportarten, wenn es nicht gerade Fußball ist. Ja, jetzt gibt es mal einen Hype für Basketball oder auch Handball ab und zu mal. Früher hatten wir auch Tennis mit Steffi Graf und Boris Becker. Aber das ist so das normale Schicksal von den Randsportarten. Wir haben viele Athleten, die im Nachwuchs auch schon Medaillen holen. Das macht es natürlich schwieriger, wenn wir dann eine Ausbildung machen und weniger trainieren können. Im Gegenzug die anderen Nationen einfach mehr trainieren, weil sie entweder beim Staat angestellt sind oder freigestellt sind. Da geht dann die Schere wieder so ein bisschen auseinander. Aber wir haben Nachwuchssportler, wir hätten natürlich gerne mehr. Ich glaube, Ringen ist so die einzige Zweikampfsportart, die den Gegner nicht kampfunfähig machen will. Also da ist Fairplay sehr hoch geschrieben und ich glaube, das ist für jedes Kind wertvoll, einfach mal zu kämpfen, nach Regeln und den anderen nicht verletzen zu wollen. Und von daher gibt es auch Schulsportringen, wie in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Da ist es im Schulsport ein Pflichtmodul und das ist mit Sicherheit eine sehr gute Sache. Aber generell, es gehen immer mehr Kinder gar nicht mehr in den Verein und das ist, glaube ich, das große Problem, wo dann nicht nur die Randsportarten Probleme haben, sondern auch Fußballvereine. Also ich kenne das aus meiner Jugend, da hat jeder Ort einen eigenen Fußballverein gehabt, in jeder Altersklasse eine eigene Mannschaft. Jetzt gibt es nur noch die JVGs, also diese Zusammenfassung von 2, 3, 4 Ortschaften. Also generell, ja, die kinderreiche Zeit ist ein bisschen weniger geworden und vielleicht der Fokus auf den Sport und Sportverein wird leider weniger, da die Kinder doch öfters mal vor dem Handy oder vor dem Computer sitzen. Also von daher, alle Kinder in den Sportvereinen, am liebsten ins Ringen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich bewegt. Und da kann man mit Ringen nichts falsch machen, weil man doch sehr vielseitig sein muss als Ringer. Ja, was soll ich da noch sagen? Kommt zum Ringen. Ist für euch im Zweifelsfall auch ein Problem, dass das Ringen so ungefähr, mal platt gesagt, auf Bewährung bis 2028 dabei ist oder kein? Nein, also entweder hat man Lust drauf oder nicht. Man macht auch keinen Ringen, weil man Millionär werden will. Das klappt da auch nicht wirklich. Also es wurde ja schon mal so die Idee geboren, dass man Ringen aus dem olympischen Programm nimmt. Da gab es, glaube ich, alle Staatsoberhäupter, die dann beim Herrn Bach angerufen haben und haben gesagt, das wäre eine ganz dumme Idee, um das mal milde auszudrücken. Die ursprüngliche Sportart aus den 5 Disziplinen in der Antike, aber auch von Anfang an seit 1896 bei den Olympischen Spielen immer dabei. Und ich glaube einfach, dass es eine Traditionssportart ist. Ringen und Kämpfen ist was oder Laufen. Das sind so die klassischen Sachen, wo man von früh an gelernt hat. Man macht einen Wettlauf oder man kämpft ohne Waffen gegeneinander. Und von daher glaube ich, dass das jetzt kein Problem ist, dass man da auf Bewährung steht. Aber ja, wir sind ganz happy, dass es 18 olympische Disziplinen gibt. Und jetzt gilt es einfach, gute Leistung zu bringen,
Wobei es natürlich im nächsten Jahr dann nochmal zwei Möglichkeiten gibt, um sich zu qualifizieren. Also siehst du das oder seht ihr Ringer jetzt auch die WM in Belgrad als Vorspiel für die Olympischen Spiele in Paris? Ja, also eine Weltmeisterschaft ist immer was Besonderes, die Olympia-Quali nochmal doppelt. Und jeder möchte natürlich seine beste Leistung bringen. Und das ist auch das, was die Trainer oder die Funktionäre erwarten, aber was auch jeder Sportler von sich erwartet. Und die haben alle gut trainiert. Ich sage jetzt mal, die Frauen waren in Japan, um mit der Weltspitze zu trainieren. Die Freistiler waren jetzt in Georgien vor kurzem. Chris Römisch war in Finnland und auch hier zu Hause nach einem großen Preis mit einem riesen Lehrgang mit internationalen Partnern. Also sie sind alle gut vorbereitet. Jetzt muss man einfach mal einen guten Tag erwischen, seine Bestleistung abrufen. Wenn es dann reicht, ist super, da freuen wir uns. Und wenn jemand seine beste Leistung gibt und es reicht nicht, dann sind wir auch zufrieden und wissen, woran wir arbeiten müssen. Traurig wäre, wenn man seine Saisonbestleistung eine Woche vor der WM, eine Woche nach der WM bringt und während der WM nicht so gut ist. Das erwarte ich eigentlich auch immer, wenn ich Fernsehen gucke und gucke Sportarten an, die messbar sind, da ist es noch ein bisschen einfacher. Wenn jemand, ich sag mal, 20% unter seiner Saisonbestleistung weg ist bei einer WM, dann ist es zum falschen Zeitpunkt top gewesen. Und das erwarten wir und hoffen wir. Und dafür haben wir gute Bundestrainer, die die Trainingssteuerung so gemacht haben, dass die Athleten topfit sind. Ja, dann schauen wir einfach vom 16.09. bis zum 24.09. nach Belgrad und hoffen, dass du die gefühlten Bruch an Medaillen hebst mit den Ringern und wir nochmal darüber reden, wie toll doch diese WM war. Dank dir. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann und viel Spaß noch beim Zug. Da war er weg. Man muss ja dazu sagen, der zweimalige Weltmeister, der auch Olympia in Sydney gewonnen hat, der ist jetzt Vizepräsident des Deutschen Ringerbundes, ne, in offizieller Funktionärsmission. Ja, und da sieht man mal, was so eine alte, antike Sportart immer noch für Probleme hat. Oder jetzt erst recht mit Problemen. Ich meine, die stehen auf der Abschlussliste bei Olympischen Spielen. Sagen wir mal so, da muss sich was tun. Und was Ursprünglicheres gibt es nicht, oder? Ja, wenn man auch mit Familien so zu tun hat. Ich habe ja auch einen Sohn. Und man hört mal, dass irgendwie so ein Kind mal zum Judo geht oder Taekwondo vielleicht mal macht. Aber ich habe noch nie in meinem Leben, und ich bin ein alter Sack, noch nie mal in meinem Leben gehört, mein Kind geht zum Ringen. Wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch in der, wo auch das auch angeboten wird. Ne? Bestimmt eine spannende Sportart, kann ich mir schon vorstellen. Und wir holen ja auch Medaillen. Stichwort Europameisterschaft. Im April haben wir 5 Medaillen geholt. Also nicht wir, sondern die bundesdeutschen Ringer. Aber eine Sportart, die vielleicht auch ein bisschen in der Versenkung verschwinden wird. Schade eigentlich. Eine andere Sportart findet gerade sehr viel statt und das ist American Football und da gibt es nächstes Wochenende die Halbfinals und zwar in Wien, Wien gegen Stuttgart und in Duisburg Ryan Fire gegen Frankfurt, auch El Clasico genannt und danach gibt es dann eine Woche später das Finale wieder in Duisburg. Jo, die eine Liga ist bald durch und die andere fängt jetzt an. Wir kommen quasi ja von der Matte, der Ringermatte, aufs Eis. Es wird kalt. Draußen haben wir noch sommerliche Temperaturen, aber gewöhnt euch dran. Wir können alle wieder das Eis genießen, zumindest den Sport auf dem Eis. Die DEL startet in die Jubiläumssaison, die 30. Saison. Am Donnerstag geht's los. Der Meister darf eröffnen, RB München gegen die Düsseldorfer EG. Und auch da, wir beiden haben so viel Ahnung von Eishockey. Aber es gibt natürlich auch noch welche, die haben noch viel, viel mehr Ahnung. Und deswegen holen wir die immer gerne in die Sportstunde. Und wir haben dann gesprochen mit dem dreimaligen deutschen Meister und der ist auch noch Experte bei Magenta Sport, Christoph Ulle Ullmann. Ulle, die 30. Saison steht vor der Tür. Am Donnerstag geht's los mit dem Meister München gegen die DEG. Auf was freust du dich am meisten eigentlich?
Ich freue mich jedes Mal erstmal hier dabei zu sein, aber ich freue mich jedes Mal auf den Start, weil ich ganz genau weiß, wie intensiv, wie hart eine Vorbereitungsphase ist, dass kein Spieler die Vorbereitung liebt. Es gab Teams, die haben schon super in der Champions League performt, aber jetzt, wenn es um Punkte geht, Tabelle, man nimmt den Quotienten jetzt wieder raus, jetzt gibt's nur die Punkte. Das ist doch das, was der Eishockey-Fan so unglaublich liebt. Und alle jagen München, die Mannschaften haben wieder aufgerüstet, Mannheim möchte eine erfolgreichere Saison spielen und natürlich der Hauptstadtclub, die Eisbären. Was machen sie nach dieser verkorksten letzten Saison? Zwei Meisterschaften, wenn man ein bisschen zurückblickt, in Folge gewonnen, dann das dritte Jahr die Playoffs verpasst. Und wie wird da dort jetzt gearbeitet? Dann das Abstiegsgespenst, das wird ja von Anfang an wieder durch die Arenen fliegen und wehen. Dementsprechend die 30. Saison wird aus meiner Sicht eine ganz, ganz besondere werden. Was glaubst du, wir haben ja was Überragendes im Frühsommer erlebt mit der Nationalmannschaft, mit der WM-Medaille. Wird man da einen Hype spüren oder gehen die jetzt alle zum Basketball? Nein, das darf auf keinen Fall untergehen. Da spricht man ja immer davon, dass man so eine Welle lange, lange reiten muss, dass man diese ganze Euphorie mitnehmen muss. Und deswegen bin ich auch so euphorisiert, weil du ja bis in den Mai Eishockey geliebt hast, mitgefeiert hast, mitgefiebert hast. Und diese Jungs, die das erreicht haben, die werden natürlich in einem ganz besonderen Fokus stehen. Natürlich in der Liga, medial, aber auch in ihren Teams. Weil du nimmst ja nicht mal so beiläufig eine WM-Medaille mit und setzt dich dann, ich sage jetzt mal bewusst, hinter die Importspieler in deinen Clubs ins zweite Glied. Nein, du möchtest Verantwortung übernehmen. Du bist auch als deutscher Nationalspieler jemand, der dann sagt, hey, das ist meine Eiszeit, die ich beanspruche. Das ist auch die Führungsrolle, die ich haben will. Und unsere deutschen Nationalspieler, die müssen im Fokus stehen. Ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal das Bild von Harold Kreis hervorruft, wie sympathisch der ist, wenn du den irgendwo siehst, du verbindest es einfach mit Erfolg. Und das tue ich aktuell auch mit unseren deutschen Eishockey-Nationalspielern, das verbinde ich mit Erfolg. Und wenn die auf dem Eis stehen, dann erwarte ich dann natürlich auch Spitzen-Eishockey, die verantwortungsvollen Minuten, die entscheidenden Momente im Spiel. Und da wird es hoffentlich eine riesengroße Euphorie geben. Wir haben 14 Teams und wir haben 6 neue Trainer. Welcher neue Trainer hat es vielleicht am schwierigsten? Ich glaube, die Fußstapfen von Don Jackson sind unfassbar groß. Und Toni Söderholm hat bewiesen, dass er sehr gut macht mit der Nationalmannschaft, in der Nationalmannschaft. Er kennt das Umfeld in München. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, er soll versuchen, diese Fußstapfen auszufüllen. Er muss neue Wege gehen, um seine eigenen Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, das wird nicht einfach, weil in der Vergangenheit war es tatsächlich so, wo Don Jackson draufstand, war Erfolg drin. Und er lässt da ein ganz, ganz großes Erbe zurück. Und dementsprechend, München hat unglaubliche Qualität. Man hat natürlich auch die große Baustelle nebendran, wo man natürlich auch am besten mit einem Meisterpokal einziehen möchte. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, Toni Söderholm wird etwas brauchen, seine eigene Handschrift da reinzubringen, weil die Jungs sind natürlich die Stimme von Don Jackson gewöhnt. Und auch nicht nur die Jungs, die auf dem Eis stehen, sondern auch das ganze Umfeld, das ganze Team um Red Bull herum. Das wird für mich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie gut das funktionieren wird. Es wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Aber wird es wirklich am Ende dazu reichen, ganz, ganz oben zu stehen? Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Und das ist für mich was, wo ich sehr, sehr gespannt drauf gucken werde. Es gibt einen kleinen Trend. 13 Neuzugänge in der DEL kommen aus Finnland. 13 Finnen sind neu. Ist das ein gutes Zeichen für die DEL? Haben wir da auch bessere Qualität dadurch? Ich finde es sehr, sehr positiv. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass du komplett auf den nordamerikanischen Markt geschielt hast. Aber man weiß auch, das finnische Eishockey ist sehr laufintensiv. Das finnische Eishockey ist auch sehr, sehr körperbetont. Und die Finnen sind unglaublich belastbar, weil die einfach in der Nachwuchsarbeit nochmal härter arbeiten als die Deutschen. Und du hast eben auch gemerkt, wenn du mal einen verpflichtet hast, egal welcher Verein das war, dass du da selten daneben lagst. Und mir gefällt dieser Trend ganz gut, weil aus dem Nähkästchen geplaudert kann ich auch sagen, dass die Finnen in der Kabine unglaublich lustig sind. Also das macht unfassbar viel Spaß, sich mit denen auszutauschen, so einen drin sitzen zu haben, weil die manchmal wirklich Aussagen treffen oder Sachen machen, auch im Training, einfach vom Können her, vom Skill, vom Talent, das eine ganze Mannschaft aufheitert, mitzieht. Ich begrüße das sehr. Ich finde das unglaublich witzig.
Und ja, die GMs, die sportlichen Leiter, die Jungs verpflichten, die machen ja auch ihre Hausaufgaben. Und wenn sie dann jetzt mehr nach Finnland schielen, dann ist das ein Trend, den ich gerne mitgehe. Wir finden hin oder her. Auf welche drei Spieler in der neuen Saison freust du dich am meisten? Auf welche Spieler sollte man unbedingt achten? Du hast es schon angesprochen. Kühnhackl ist einer, der mir sehr, sehr gut gefällt, einfach von seiner Art Eishockey zu spielen. Er wird keine 25 Tore schießen, aber er ist ein Spieler, der sehr, sehr viel richtig macht. Nick Balin, der Verteidiger vom KIC, den hatte ich angesprochen. Er war letztes Jahr Verteidiger des Jahres. Es ist unfassbar, was er für einen Input in das Kölner Spiel hatte, was er da mit reingebracht hat, war sehr, sehr bemerkenswert. Und von wem ich ein ganz großer Fan bin, ist ein Verteidigerkollege von Nick Balin, ist Moritz Müller. Weil das, was er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in der Kabine gemacht hat als Mannschaftskapitän, hat sehr großen Anteil an dem Erfolg gehabt im Mai. Und er ist jemand, der nicht nur nach außen hin viel ausstrahlt, ich würde fast sagen, den Kölner Hai verkörpert, sondern er ist wirklich einer, der Kapitän für mich schlechthin ist und für Erfolg steht. Und da bin ich gespannt, wie das in Köln funktionieren wird. Ich spreche jetzt nicht einzig und allein von der Leistung auf dem Eis, sondern das, was er als Gesamtpaket mitbringt, um einen Club erfolgreich zu machen. Und da hat er jetzt nochmal einen Stern für mich dazu gewonnen mit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, den er sicherlich auch mit von der ganzen Euphorie, Ansprache, Ausstrahlung mit nach Köln bringen wird. Ich bin ein riesen Moritz Müller-Fan und ich finde es unfassbar, was er da gemacht hat, vollbracht hat. Und deswegen ist es auch einer, den ich gerne beobachte, wie er das lenkt und leitet. Ulle, ich brauche noch deinen Meistertipp. Oh, das wird schwierig. Da möchte ich mich nicht festsetzen, da möchte ich mich nicht verrennen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn wir mit der Partie am zweiten Spieltag zwischen dem ERC Red Bull München und den Adler Mannheim vielleicht auch sogar ein Duell hätten, was wir ganz am Ende der Saison dann nochmal hoffentlich über 7 Spiele verfolgen dürfen. Danke für deine Zeit und bleib gesund. Dankeschön. Das war der Ulle. Und auch da der Hinweis, mit dem habe ich auch länger gesprochen, über ERC Ingolstadt, über die Adler aus Mannheim, über die Eisbären aus Berlin, über den möglichen Geheimfavoriten Kölner Haie. Aber auch mal nach unten geguckt, wer könnte denn absteigen. Also in der Beschreibung könnt ihr anklicken, das komplette Interview mit Christoph Ulle Ullmann. Tja, und wo Ulle ist Andi, nicht wahr? Christoph Ulle Ullmann ist mit Andreas Andi Renz zusammen 2002 Deutscher Meister geworden mit den Kölner Haien. Und jetzt hat er eine Biografie geschrieben. Und da sind wir doch, lieber Patrick, wieder bei unserem Kulturblog. Ja, nicht wahr? Und zwar Sprenger spricht der Buchtipp in der Sportstunde. Sprenger spricht. Autor Insights. Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Dein härtester Gegner bist du selbst. So heißt die Biografie von Andreas Renz, die ich euch aber sowas von ans Herz lege zum Start der DEL. Über 800 Ligaspiele hat der Eisen-Andi gemacht und alle haben nur den ganz großen Star gesehen. Oft sehen wir nur das Ergebnis, also wir sehen jetzt nur den Profiathleten oder den außergewöhnlichen Mensch, der außergewöhnliche Dinge vollbringt, aber den Weg dahin, den vergessen wir. Und die Jungs, die ich kenne, die außerordentliches leisten, die haben schon früh investiert, eben die sind früh schon zu Hause weg, die sind ins Internat. Also ich muss sagen, vielleicht haben bei mir jemand, hat dann gesehen, okay, das ist der Renz, der Eishockey-Profi, aber was der Verzicht war, wie viele Stunden ich investiert habe, und es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, wenn du in irgendwas 10.000 Stunden investierst, dann wirst du außergewöhnlich gut. Und da darf sich natürlich jeder fragen, ja, der vielleicht keinen Erfolg hat und ein bisschen und auch vielleicht ein bisschen jammert, okay, habe ich da oder in das, was ich tue, liebe ich es zum einen, mache ich es gerne und habe ich da alles investiert, Herzblut, Freude, habe ich auch mal gelitten, habe ich mich mal gequält dafür. So, und ich glaube, wenn du das alles gemacht hast und dann ist das Ergebnis nicht da, wird es sich aber trotzdem nach einem Erfolg anfühlen. Also es wird sich trotzdem nach einem Erfolg anfühlen, weil du merkst, ich bin meinem Herz gefolgt, ich bin den Weg gegangen. Und das ist das Schöne. Dann ist das Geld, das kommt und alles andere kommt. Das ist dann immer so ein Nebenprodukt, das kommt. Aber erstmal wirst du merken, oh, ich bin erfolgreich, weil ich meinen Weg gehe, mutig, mit Herz. Ihr merkt schon, es geht viel um Mut und es geht ans Eingemachte. Denn
Andy Renz war als kleiner Junge zu schlecht beim Fußball. Da wurde er aussortiert und dann wollte er es wissen. Und zwar richtig wissen. Ich war leistungsgetrieben, weil in mir von meiner Kindheit geprägt ein tiefer Minderwert war. Das heißt, dieses Gefühl von Minderwert und irgendwann diese Entscheidung, okay, dann muss ich ganz viel leisten. Ich werde alles Mögliche tun, dass ich dazugehöre, dass ich einen Wert verspüre. Und so bin ich natürlich voll in dieses Leistungsmuster gegangen, was ein Stück weit auch okay ist. Und das hat mich sicher zu einem erfolgreichen Athleten gemacht. Und der eine oder andere wird sich wiedererkennen, hat zu einem sehr erfolgreichen Menschen gemacht, auf der einen Seite. Aber wenn wir vor diesem Gefühl weglaufen, ein Leben lang, des Minderwertes eben und des Mangels, wird dieses Gefühl immer dabei sein. Und das war halt bei mir der Fall. Ich habe halt dieses Gefühl von Minderwert im schönsten Moment oder im größten Moment meiner sportlichen Karriere, war immer mit mir auf dem Siegerpodest. So, und das meine ich mit, wir werden dann immer nie in diesem Gefühl ankommen, wir sind immer getrieben. So, und dann früher oder später fahren wir ja mit gegen die Wand mit diesem System. Und viele erfolgreiche Menschen, wenn du genauer hinschaust, fahren genau, und gerade in unserem Land hier, die fahren viel dieses Leistungsprinzip, sich über Leistung Wert zu holen. Ja, da sind sie aber immer abhängig und es reicht nie und sie wollen immer mehr. Und irgendwann, ja, können sich halt diese innere Leere damit nicht füllen. Und dann brauchst du den nächsten Kick und dann kommt die Affäre und dann kommt die Droge und dann kommt die nächste Ablenkung und es wird dann irgendwann mal toxisch und das Resultat ist einfach kein glücklicher Mensch. Es bleibt nicht bei einer Affäre. Es gibt diverse One-Night-Stands, auch da schreibt Renz offen und ehrlich drüber. Ich habe tatsächlich noch nie eine Sportlerbiografie gelesen, die mich schon im Prolog derart berührt hat. Schonungslos, vor allem mit sich selbst. Mehr in Ausgabe 140 von Sprenger spricht, ab Freitag dann online. Auch die Parallelen, die der achtfache WM-Teilnehmer und ein ehemaliger Wirtschaftsboss ziehen. Lohnt sich? Übrigens, das Buch könnt ihr ab Freitag dann auch gewinnen. Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tja, nicht nur Sport treiben, nicht nur Sport gucken, auch mal lesen. Ne? Und das klingt ja wirklich fast besser als ein Krimi. Die Biografie von Andy Renz, die spannend ist. Ich glaube, ich muss das mir da mal holen. Ne? Aber wir kommen ja kaum zum Lesen, weil wir auch alles angucken müssen, wir beiden, und mitkriegen, was jetzt im Sport passiert. Am Wochenende geht's ja wieder los. Wir sind beim Tischtennis. Da startet die K.O.-Runde. Wir sind ja mit den beiden Teams im Achtelfinale. Ja. Und wenn du Europameister wirst, bist du bei Olympia dabei. Das wäre schon ganz cool. Das ist jetzt nicht verkehrt, das Verkehrteste. Dann startet die DEL, wie wir ja schon gesprochen haben. Fußball-Bundesliga, Frauenfußball-Bundesliga. Und nächste Woche startet auch die Champions League. Ja, im Fußball. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Vuelta geht noch zu Ende, ne? Die Spanien-Rundfahrt, Radsport. Vielleicht gibt's ja wieder einen Etappensieg, wer weiß das schon. Und dein Lieblingssport Formel 1, die sind wieder unterwegs diesmal. Aber hab keine Sorge, die fahren die nicht in die Kiste, die sind nämlich in Singapur, da bist du jetzt im Moment nicht. Nee, ich werde noch ein bisschen bei den Invictus Games mich umtreiben und mal gucken, vielleicht klappt das ja doch nochmal mit dem Harald. Wir wissen es nicht. Und nächste Woche reden wir auf jeden Fall mal über die Asienspiele. Was ganz Besonderes. Das wird spannend. Also, duschen gehen, isotonisches Getränk trinken und fit werden für nächste Woche. Macht's gut da draußen, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.